Es ist ein Serienmörder unterwegs und das in einer eher ruhigen und ländlichen Gegend. Er hatte ja auch kein Mitgefühl, keine Empathie mit seinen Opfern. Das ist ja nicht so, als ob man sagte, jetzt hast du gerade nichts zu tun, jetzt gehst mal eben um die nächste Ecke und bringst mal einen Menschen. Nicht so einfach ist das ja nicht. Dieser Prozess ist ein Jahrhundertprozess, der sich so seither nicht wiederholt hat. Von 1962 bis 1966 verschwinden bei Felbert Langenberg 5 Jungen. Die Polizei tappt zunächst im Dunkeln. Im Sommer 1966 werden in einem Bunker, der mittlerweile zugeschüttet ist, die Überreste von 4 Jungen entdeckt. Die Polizei, die Kripo und die Gerichtsmediziner entdeckten die Skelette und Leichenteile von 4 Kindern. Der schreckliche Fund, die Leiche von Klaus Jung, 8 Jahre, von Bartsch getötet am 1. April 1962. Die Leiche von Peter Fuchs, 13 Jahre, getötet am 2. August 1965. Und die Entdeckung wird noch fürchterlicher. Die Leiche von Ulrich Kahlweiß wird gefunden und schließlich auch von Manfred Grassmann. Für die, die dabei waren, werden diese Stunden unvergesslich sein. Die Stimmung in der Bevölkerung ist ziemlich angespannt. Bei der Fahndung nach dem Kindermörder kommen viele Hinweise. Der entscheidende kommt schließlich von einem Malermeister, dessen Sohn sei schon 1961 Opfer einer Entführung durch einen jungen Mann mit dem Namen Jürgen Bartsch geworden, sagt er der Polizei. Es sei Frank aber gelungen, sich zu befreien und fortzulaufen. Weil Jürgen Bartsch bei der Vernehmung angab, er habe sich mit Frank im Bunker nur herumgebalgt, stellte die Staatsanwaltschaft schließlich die Ermittlungen ein. So war es denn auch nicht die Polizei, die letzte Woche aus Hilfsarbeiter Freses Angaben und den Leichenfunden im Stollen den richtigen Schluss zog, sondern Malermeister Beck. Mit Hilfsarbeiter Frese ist Peter Frese gemeint. Ein 14 Jahre alter Jugendlicher, der auch hierhin in den Luftschutzbunker verschleppt worden war. Doch er hat es geschafft, sich in letzter Sekunde zu befreien. Auf jeden Fall lag ich da gefesselt auf dem Bauch. Dann ist er abgehauen. Dann müsste er nach Hause zum Essen. Und in der Zeit, wo er weg gewesen ist, da habe ich dann versucht, was mir auch Gott sei Dank geglückt ist, mich zu befreien. Ne? Auch Freses Aussage führt die Polizei schließlich zum Metzgergesellen Jürgen Bartsch. Der wird festgenommen. Die Morde, die ihm vorgeworfen werden, streitet er nicht ab. Im Gegenteil, Bartsch erzählt den Ermittlern alles. Zum Beispiel, wie er seine Opfer fand. Ich war jede Woche an sich auf Tour. In Essen, in Felbert, in Nevis, überall rumgefahren. Also praktisch in der ganzen engeren Ruhrgebietsgegend und Bergisches Land. Ne? Bin ich zur Kirmes gefahren nach Felbert. Daher auch sein bitterer Spitzname Kirmesmörder. Je mehr über Bartsch und seine Taten bekannt wird, desto größer ist die Erschütterung in ganz Deutschland, sogar weltweit. Bis dahin hat es solche Taten nicht gegeben. Ich treffe Rechtspsychologin Sabine Novara. Sie kennt alle Details im Fall Bartsch. Ihr Doktorvater war der forensische Psychiater Professor Wilfried Rasch. Er war einer der Gerichtsgutachter im Prozess. Was hat Ihr Doktorvater damals über Jürgen Bartsch erzählt? Es war natürlich aus gutachterlicher Sicht extrem interessant, weil solche Störungsbilder man doch nicht so häufig sieht. Wir kennen zwar allgemein sexuelle Abweichungen oder Deviationen, heute würde man sagen Paraphilien, aber dass sie ein solches Ausmaß haben und eben diese extreme suchtartige Entwicklung, das ist etwas, was sehr selten ist, also auch immer noch sehr selten. Und insofern war das dann aus fachlicher Sicht extrem interessant. Da ist auf der einen Seite ein 21-jähriger Täter, der bereits mit 15 zum ersten Mal gemordet hat. Und auf der anderen Seite sind da diese unvorstellbaren Taten. Ist der Fall Bartsch damit einmalig? Zumindest ist ein vergleichbarer Fall eines so jungen Täters damals, soweit ich weiß, nicht bekannt gewesen. Es gab wohl ältere Täter, die auch aus sexuellen Motiven heraus getötet haben, aber die waren eben selber älter und die Opfer waren auch überwiegend älter. Ein 14-jähriger Junge konnte entkommen, hat es geschafft. Denken Sie, er hatte jemals die Chance, darüber hinwegzukommen?
Also es ist davon auszugehen, dass dieser Junge oder Jugendliche, der sich hat befreien können, sicherlich schwer traumatisiert gewesen ist. Man muss eben auch die Zeit zurückdrehen und sich überlegen, dass der möglicherweise gar keine Idee hatte, dass eine Sexualtat mit ihm passiert ist oder hat passieren sollen und dass er das schlimmstenfalls erst sehr viel später realisiert hat. Die Biografie von Bartsch will zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen. Dazu komme ich aber gleich noch. Er ist die Bestie. Eine aufgebrachte Menschenmenge will die Polizeistation hier in Velbert-Langenberg stürmen, um Bartsch zu lynchen. Die Ermittlungen nach Bartsch-Festnahme werden begleitet vom immensen Interesse der Öffentlichkeit. Währenddessen arbeitet die Staatsanwaltschaft fieberhaft an der Anklage. Ende November 1967 beginnt der Prozess. Genau hier im Schwurgerichtssaal des Wuppertaler Landgerichts. Auf diesem Flur herrscht Andrang, so wie es ihn vorher und danach nicht mehr gegeben hat. Das sind Bilder der Neugierde. Schon eine Stunde vor Prozessbeginn drängen sich Hunderte von Schaulustigen, jung und alt, auf den Gängen des Wuppertaler Landgerichtes vor dem Schwurgerichtssaal. Der Prozess gegen Jürgen Bartsch, der am 6. November sein 21. Lebensjahr vollendete, nimmt seinen Anfang. An diesem Prozesstag warten auf Jürgen Bartsch Reporter und Kameramänner. Mit welchen Gefühlen kommen Sie, Herr Bartsch? Kein Kommentar also an diesem ersten Prozesstag. Die Anklage sieht Jürgen Bartsch als gefährlichen Gewohnheitsverbrecher. Matthias Roth ist Strafrichter und Pressesprecher des Wuppertaler Landgerichts. Die Bilder des Prozessauftakts beeindrucken ihn auch heute noch. Die Leute schrien ja fast schon wieder nach einer Todesstrafe, die gerade 10 Jahre davor abgeschafft worden war. Und überhaupt wäre wahrscheinlich heute dieser Fall in dieser Form so gar nicht mehr denkbar, denn es ist ja verhandelt worden auch über die Tat eines Jugendlichen. Der später Verurteilte war 15 Jahre, 4 Monate alt bei der ersten Tat. Und das Gesetz schreibt in diesen Fällen ganz klar vor, die Verhandlung hat nicht öffentlich durchzuführen. Das war in dem Fall, der beim Landgericht Wuppertal damals gelaufen ist, so nicht. Er hat ja im Prozess auch ausgesagt. Was können Sie mir über Jürgen Bartsch sagen? Wie war er? War er einsilbig? War er redegewandt? Wie würden Sie das beschreiben? Er hat nicht nur im Prozess sämtliche Vorwürfe vollumfänglich uneingeschränkt eingestanden, sondern hat auch schon im Ermittlungsverfahren ganz umfangreich, bis ins letzte Detail, so steht es im Urteil, zu den Taten ausgesagt. Das heißt, nicht nur das Tatkerngeschehen, also wie er vorgegangen ist beim Quälen, bei der Unzucht mit den Kindern, wie es damals noch hieß, bis hin zum Mord, sondern auch der Tatvorgang, wie er also etwa zwischen erster und zweiter Tat in einem Zeitraum von über 3 Jahren in etwa 50 bis 60 Fällen ihm geeignet erscheinende Kinder angesprochen hat, um die für die Taten zu gewinnen. Mit Maschen wie, ich bin ein Detektiv, der für eine Versicherung ermittelt, hilfst du mir, ich habe da so einen Stollen, da habe ich ganz besonders tolle Waffen versteckt, du kannst von mir vielleicht auch mal eine bekommen oder möchtest hier noch 20 Mark haben, um Autoscooter zu fahren. Das Vergehen an den Jungs, die Morde, das Zerstückeln der Leichen, all das wird hier im Saal thematisiert. Was dann kommt, darüber an dieser Stelle kein Wort. Wir dachten, wir wären heute im Anatomiesaal einer Universität und nicht in einem Schwurgerichtssaal. Sexualverbrechen, Morde, Zerstückeln. Wie kann ein Mensch zu sowas fähig sein? Ein Mensch kann nur dann zu solchen Taten fähig sein, wenn er wirklich in seiner Persönlichkeit tiefgreifend gestört ist, wenn er eine tiefgreifend gestörte Sexualität hat. Und dazu gehört natürlich ein absolutes Fehlen von Mitleid, von Empathie, wo die Handlungen nur darauf ausgerichtet sind, sexuellen Lustgewinn zu erzielen. Und der ist dann sicherlich bei den Quälereien geschehen, wie auch beim Tötungsvorgang. Warum dann auch anschließend noch die Leichen zerstückelt worden sind, das mag auch noch einen sexuellen Charakter haben. Es mag aber auch so ein Stück weit Zerstörungswut gewesen sein, einfach wie als würde man die Tat ungeschehen machen, den Menschen vernichten, dem man das angetan hat. Mitte Dezember 1967 wird das erste Urteil gegen Jürgen Bartsch gesprochen. Erneut großer Andrang im Gericht. Der Zeiger der Uhr im Wuppertaler Landgericht, im Schwurgerichtssaal, steht genau auf 1 Minute nach 8. Da erscheint
das Gericht. Jürgen Bartsch, der 21-Jährige, wird als gefährlicher Gewaltverbrecher zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Dieser Fall sei beispiellos in der Kriminalgeschichte gewesen und er habe mit Recht weltweites Aufsehen erregt. Zu dieser Verurteilung konnte die Kammer nur gelangen, weil sie Erwachsenenstrafrecht auf den ja auch Jugendlichen angewendet hat. Das ist, war damals und ist auch heute hoch umstritten. Weiter ist die Kammer unter psychiatrisch sachverständiger Beratung zu der Überzeugung gelangt, dass diese 5 Taten ihm auch vorwerfbar waren. Das heißt, obwohl alle Sachverständigen sagten, wir haben eine Triebanomalie, wir haben eine abartige Triebentfaltung, gingen alle Sachverständigen davon aus, dass sich dieses Krankheitsbild nicht auf seine Steuerungsfähigkeit, das heißt seine Möglichkeit, diese Taten zu begehen, ausgewirkt haben können. Das war hochstreitig und damit hat dann letztlich auch die Verteidigung die Revision begründet. Und die hat beim Bundesgerichtshof Erfolg. Das Wuppertaler Urteil hält nicht. In Düsseldorf beginnt 1971 der zweite Prozess. Und hier ist der Blick auf Jürgen Bartsch ein anderer. Hinter der Maske der Bestie offenbart sich den Gutachtern ein misshandelter Mensch, ein Psychokrüppel. Ungewollt von Anfang an, seine leibliche Mutter lässt ihn nach der Geburt im Krankenhaus zurück. Ein Jahr bleibt er dort, bis sich Frau Bartsch in den Lockenkopf verliebt und die Adoption durchsetzt. Wirtschaftswunderzeit, der Rubel muss rollen, beide Eltern müssen zupacken und die hysterisch reinliche Metzgersfrau hat keine Zeit für den Jungen. Er wird wieder abgeschoben, am Ende ins streng katholische Internat Aulhausen. Unter der Fuchtel des bulligen Pater Pütz sind Prügel an der Tagesordnung. Und wenn er mal zärtlich ist, dann holt er sich die Jungen ins Bett, auch Jürgen Bartsch, und der haut ab. Zu Vater Bartsch in die Lehre, Schlachten lernen, der nächste Albtraum. Klar rechtfertigt das seine Taten nicht, aber kann man sagen, dass das dennoch der Auslöser für seine Taten war? Unsere Biografie ist immer der Auslöser oder mit ein Schlüssel für das, was wir insgesamt tun und wie wir uns verhalten. Jetzt muss man sich vorstellen, für ein frisch geborenes Kind ist es das Wichtigste, dass es Liebe, Geborgenheit, Versorgung hat. Das war alles nicht der Fall. Und dann ist er letztlich erst zunächst kurz in eine Pflegefamilie gekommen und schließlich adoptiert worden. Und die Erziehung selber war dann ja auch eher kühl, eher bestrafend, dass der Junge frühzeitig mitarbeiten sollte, dass er in diesen Beruf gezwungen worden ist, den er sich überhaupt nicht gewünscht hat. Man muss sich vorstellen, früher war es in den Metzgereien so, da wurden die Tiere auch noch vor Ort selbst getötet und er hat dann irgendwann auch mal beschrieben, wie diese Kälber ihn angesehen haben mit großen Augen und wo er dann bei diesen Tötungsvorgängen dabei war. Also er ist sehr früh mit Dingen in Berührung gekommen, die später auch eine Rolle gespielt haben, nämlich Tod und Gewalt aus seiner Sicht und mit denen er zunächst überhaupt nichts hat zu tun haben wollen. Und er hatte ja auch kein Mitgefühl, keine Empathie mit seinen Opfern. Und wenn ich keine Empathie habe, dann kann ich mich auch nur so verhalten, wie er das getan hat. Am Ende wird Bartsch in Düsseldorf zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der Fall ist abgeschlossen. Die tragische Geschichte von Jürgen Bartsch ist aber noch nicht zu Ende. Offensichtlich quält ihn sein Trieb zu töten noch weiter. So hat er es damals selbst beschrieben. Ich würde es durchaus als Zwang bezeichnen. Man fühlt sich ja bedrängt. Das ist ja nicht so, als ob man sagt, jetzt hast du gerade nichts zu tun, jetzt gehst mal eben um die nächste Ecke und bringst mal einen Menschen. So einfach ist das ja nicht. Er hat diesen Widerstreit in sich, dieses Ankämpfen gegen die Triebe, sehr anschaulich und glaubhaft beschrieben. Im Urteil kann man lesen, dass er sogar während des Polizeigewahrsams Nachrichten hinterlassen hat an den Zellenwänden, wo er sich entschuldigt hat bei den Eltern, seinen eigenen Eltern, bei den Eltern seiner Opfer und bei sonstigen Wegbegleitern, die ihm aus seiner Sicht Gutes haben tun wollen. Skurril bis unfassbar geht sein Leben in der Haft weiter. Er heiratet eine Krankenschwester, die sein Leben über Jahre verfolgt hat, mit der er auch schreibt. Bartsch bastelt eine Pistole aus Seife. Ihm wird ein Ausbruchsversuch unterstellt. Schließlich will er eine Gehirnoperation, um seine Mordtriebe auszuschalten. Das lehnen die Ärzte ab. Eine Kastration aber wird schließlich beschlossen. Wie ist es zu diesem Eingriff dann gekommen?
Also Jürgen Bartsch selber hatte anfangs die Überlegung, sich medikamentös behandeln zu lassen, war davon aber nicht vollständig überzeugt. Dann ist er ja in die forensische Psychiatrie gekommen, hatte die Feststellung getroffen, dass er keine Behandlung bekommen hat, jedenfalls keine angemessene Behandlung hat bekommen können. Und da ist er dann auf den Gedanken gekommen, eine sogenannte stereotaktische Operation durchführen zu lassen, also einen Eingriff ins Gehirn. Dieser Eingriff ist dann schließlich abgelehnt worden und dann war die nächste Überlegung, eine Kastration durchführen zu lassen, in der Hoffnung, dass dann der Sexualtrieb damit sozusagen verschwunden wäre und er damit Möglichkeiten zur Behandlung und zu einer späteren Entlassung haben würde. Auch der letzte Akt im Leben des Jürgen Bartsch ist tragisch. Ein Pfleger, der deswegen später zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wird, dosiert das Betäubungsmittel viel zu hoch. Hinter diesen Mauern im Operationssaal des Landeskrankenhauses Eichelborn starb heute Morgen der 29-jährige Jürgen Bartsch nach einer Kastration. Hat der Fall Jürgen Bartsch Einfluss auf Ihre Arbeit als Gerichtsgutachterin genommen? Dieser Fall war im Prinzip bahnbrechend für den Umgang mit Sexualstraftätern beziehungsweise überhaupt in der Begutachtung von Sexualstraftätern und hatte ja auch juristische Implikationen. Dieser Prozess ist ein Jahrhundertprozess, der sich so seither nicht wiederholt hat. Die Morde verwirklichten mehrere Mordmerkmale zur Befriedigung eines Geschlechtstriebes, aus Mordlust, das hat man ganz selten, heimtückisch, niedrige Beweggründe. Da war für Strafrechtsdogmatiker alles dabei. Das Leid des Überlebenden und der Familien der Opfer bleibt im Dunkeln. Unvorstellbar, was sie mitgemacht haben müssen, auch aufgrund des großen Interesses der Öffentlichkeit und weil die Aufmerksamkeit auf Bartsch auch noch Jahre später so groß war. Es gibt Filme, es gibt Bücher und es gibt auch ein Theaterstück über Jürgen Bartsch und seine Morde. Wir haben noch viele weitere spannende Fälle aus NRW. Ihr könnt direkt hier draufklicken oder ihr schaut einfach auf unserem Kanal vorbei.